Heute schauen wir uns Al'Zardas Vermächtnis an. Al'Zardas Vermächtnis ist ein Dungeon der erweiterten Main Story von Final Fantasy XIV Endwalker und wurde mit Patch 6.1 zugänglich. Wie immer setze ich Timestamps für die verschiedenen Bosse in die Beschreibung. Zwischen Boss 1 und 2 gibt es Al'Zardas Schutzwelle. Diese beschwören stetig neue Adds, heißt die Schutzwelle wollte er immer als erstes einreißen. Der erste Boss heißt Ambujam. Er castet gigantische Welle, gruppenweiter Schaden mit 12-sekundigem Blutungsdebuff. Mit Tentakelgraber taucht er eine seiner Tentakel ins Wasser, welche ihr über die Linien verfolgen könnt. Irgendwann kommt die Linie zum Stoppen und an deren Spitze haut er einen massiven kreisrunden AOE raus, von welchem die Spitze den Mittelpunkt bildet. Diese Mechanik zieht er den gesamten Kampf über durch, allerdings nutzt er von hier an stets beide Tentakel, was euren Safe-Spot hier enorm verkleinert. Sollte euch einer der beiden Kreis-AOEs treffen, belohnt er euch mit Gift- oder Verwundbarkeitsstacks. Mit giftiger Geysir legt er 3 Sets an Kreis-AOEs auf das Feld. Die AOEs gehen in der Reihenfolge hoch, in der sie erschienen sind, und verteilen Verwundbarkeitsstacks und Gift, wenn ihr drin steht. Von hier an wiederholt er alle genannten Mechaniken, bis er umfällt. Der zweite Boss ist der gepanzerte Shario. Seine erste Mechanik ist Satellitenarme, und die kommt in 2 Varianten. Entweder spawnen Adds in den Ecken und schießen Linien-AOEs aus den Ecken auf die vom Boss aufgebauten abgerundeten Schilde. Die Schilde werfen die AOEs zurück und dadurch werden je 2/4 der Arena, auf denen ein Schild hängt, von einem AOE getroffen. Oder er spawnt nur 2 Adds, die in seine Richtung gucken, sowie 2 weitere Paare an den Längsseiten der Arena, welche Linien-AOEs in ihre Blickrichtung schießen. Hier steht man jeweils in der Linie neben den Add-Paaren, die nicht auf die Schilde schießen, safe. Während der gesamten Mechanik legt er auch eine Blitzpfütze in seine Hitbox, welche wir meiden wollen. Im späteren Verlauf des Kampfes verteilt er während dieser Mechanik ebenfalls kreisrunde Techmarks auf mehrere Spieler, welche einzeln genommen werden sollten. Die Fusionsstrahl ist gruppenweiter Schaden und sollte von den Healern ausgeheilt werden. Magnetschienenkanone ist ein Tankbuster, trifft also sein primäres Ziel, Schilden und Heilen wo nötig. Anschließend loopt er durch all seine Mechaniken, bis er auseinanderfällt. Der dritte und letzte Boss ist ein Capiculo, der webende Wächter. Er startet mit bauschende Ballen, gruppenweiter AOE-Schaden. Von hier an solltet ihr die Stacheln am Rand der Arena meiden. Mit Spinner zieht der Spieler an sich heran, schnürt sie ein und spinnt sie dann Beyblade-mäßig über das gesamte Feld. Während ihr euch dreht, könnt ihr die Richtung weiterhin wechseln, wenn auch sehr eingeschränkt. Meidet die Stacheln am Rand sowie die zusätzlichen Stacheln, die ihr in der Mitte der Arena platziert. Diese Mechanik benutzt ihr im späteren Verlauf des Kampfes erneut, feuert dann allerdings, während ihr euch dreht, nacheinander 2 Linien-AOEs ab. Der erste von den beiden geht hier immer durch die Mitte. Meidet diese also zuerst und dreht euch danach in die Mitte, um vor der zweiten Schutz zu suchen. Seitenschnitt ist ein Tankbuster gegen sein primäres Ziel. Ihr kennt das. Schilden, heilen, Krone richten und weitermachen. Danach folgt wildes Weben. Hier spawnt er mehrere grüne und gelbe Seidenschlingen. Während er dann Verfließung castet, verbindet er sich mit einer der beiden Farben. Nach Abschluss des Casts gehen alle Schlingen in der gleichen Farbe in einem kreisrunden AOE hoch. Sucht also bei den Schlingen in der entgegengesetzten Farbe Schutz. Mit Spinnsturm folgen mehrere Techmarks auf verschiedene Spieler, welche einzeln genommen werden sollten. Von hier an wiederholt er alle seine Mechaniken, bis er umfällt. Zur Beruhigung sei zu sagen, dass er die Kreise-Mechanik hier nur insgesamt 2-mal einsetzt. Heißt, euer Schädelhirntrauma sollte begrenzt sein. Das war mein Guide für Al'Zardas Vermächtnis in Final Fantasy XIV Endwalker. Hoffe, ich konnte euch helfen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.